Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. So, herzlich willkommen hier bei Diablo 3. Heute fangen wir mal die Season an. Und ich mache mal ein bisschen was Verrücktes. Vielleicht wird es den einen oder anderen nerven. Vielleicht findet ihr auch ganz cool, ich weiß es nicht. Und zwar werde ich mich komplett filmen von 1 bis 70 ohne Facecam, wie ihr seht. Weil Diablo, was wollt ihr da mein Gesicht sehen? Da passiert ja nicht viel. Und zwar, werde ich den Hexendoktor spielen, das wird auf ein Jahr der Hexendoktor hinauslaufen, hoffe ich. Und ich werde jedes Level, das ich mache, einzeln hochladen. Also von 1 bis 2, von 2 bis 3, von 3 bis 4. Und jedes Video wird dadurch immer länger. Also die ersten werden nur ein, zwei Minuten sein. Und dann wird es halt immer länger dauern. Ja, wenn ich dann Level 70 erreicht habe, gehen ja die Paragon-Level los. Und da würde ich sagen, so alle 10 Paragon-Level werde ich mal so ein oder zwei Runs filmen, wie weit ich bin. Und ja, dann werde ich einfach mal schauen, was so abgeht. Und ihr könnt quasi bei der Entwicklung live dabei sein. So, ich habe jetzt hier meinen Hexendoktor erstmal. Der ist ein männlicher und ein saisonaler Held. Und ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich nenne ihn... Mein Alter hieß ja Schakalaka. Dann nenne ich den hier, sag mal irgendwas Lustiges für Hexendoktoren. Gibt es irgendeinen berühmten Hexendoktor? Ich weiß nicht, ich werde ihn einfach Sonic nennen. Aber ich kann keine 1 nehmen. Dann nenne ich ihn... Lanosias. So, Lanosias.
Ein neuer Anfang. Durch die Teilnahme an einer Saison können Sie sich exklusive Belohnungen sichern. Saisonale Helden starten beim Null und können nur mit anderen saisonalen Helden zusammenspielen. Sie können keine nicht-saisonalen Gegenstände aus Ihrer Beutetruhe verwenden. Darüber hinaus starten Sie mit 0 Gold und müssen alle Handwerker neu ausbilden. Okay. So, da ist ja der kleine Zombie-Opa und wir starten. Boom. Geil. Boah, ich habe ewig lang darauf gewartet. Ich habe übrigens geiles Banner, oder? Das ist die Power des magischen Einhorns. Genauso läuft das hier. Ich habe gerade ewig gebraucht, bis ich das Spiel mal zum Laufen gekriegt habe hier auf Windows. Also, dass ich das auch aufnehmen konnte. Für alle, die Diablo 3 mit Shadowplay aufnehmen möchten. Oh, ich bin erstmal still. Ich reise zu Orten jenseits der Vorstellungskraft. Weit weg von den Dschungeln meiner Jugend. Mein Wissen ist sehr gewachsen. Die Leute, sie denken, ich wurde verbannt. Ausgestoßen bis zum Ende meiner Tage. Sie sagen, ich widersetze mich den Geistern. Doch ich sage, nein, ich folge ihnen. Die Geister zeigen nur mir, dass mit dem Himmelsfeuer das Ende kommt. Sie sagen, dass das nicht sein darf. Ich lebe, um den Geistern zu dienen. Deshalb gehe ich. Außer mir folgt niemand dem Ruf. Stimmt ja gar nicht. Ein Kreuzritter, ein Mönch, ein Barbar und ein Dämonenjäger und was weiß ich. Auf welcher Schwierigkeit möchten wir denn spielen? Schwer? Ich glaube mir. Oh. Ich will aber noch eine Stufe schwerer als schwer. Denn ich möchte es möglichst spannend machen, das Spiel. Damit ihr auch was zu gucken habt. Und einfach nur auf schwer zu zocken ist ja hier, das ist ja Killefits. So, wir spielen nämlich auf Profi. Denn wir sind Profis. Erstmal die Kampagne durchzocken. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Ach ja, was ich eben sagen wollte, wenn ihr mit Shadowplay aufnehmen wollt, also Diablo 3, dann müsst ihr in den Optionen hier Vertical Sync anmachen. Ich zeige euch das gerade. Das hier, sonst könnt ihr das nicht aufnehmen. Da muss ich eben auch googeln, so eine Scheiße. Aber wir legen jetzt los. Der Tod so. Liegt schwer in der Luft. Der Tod liegt der schwer in der Luft. Der Stern muss nahe sein. Sterbt ihr. Oh, es hat geil, wieder von vorne anzufangen, ey. Da fühlt man sich wieder wie am 15. Mai 2012 oder wann er draus kam. Richtig geil war das damals. Geister sagen mir, zieh los, such nach der Wiege des gefallenen Sterns. Also bin ich hier. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Oh nein, was passiert? Öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Was passiert denn? Oh, habe Level up erreicht. Muss ich leider Aufnahme aufgeben. Schade. Also, dann, ab Level 2 geht's weiter. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.